Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Blaumann. Ja, hier stehen wir mit unserem einzigen Freund, den wir noch haben. Nein, natürlich nicht. Die anderen warten da hinten. So, lass uns mal rüberlaufen. So. Okay, da oben sind die anderen alle. So, komm rauf mit dir. So. Okay, also wir haben 7 Stück. Und dann bin ich doch mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt die ganzen Kameraden hier arbeiten lassen. Come on, let's go. We thought you'd never come. Let's leave this place. It's come on, come on, let's go. So, let's leave this place. Come on, let's go. I'm here to break you up. Follow me. Hey, let's get you out of here. Okay. Hi, I'm here to free you. Let's go. Dann drück mir mal oder den Knopf. Okay, lassen wir das erst mal. Schaut schon cool aus, ne? Wie die alle hin und her hüpfen. Ist alle mitkommen. Alle mitlaufen. Okay, dann drücken wir mal die Arbeitspfeife. Okay, ist tatsächlich jeder an eine Station gegangen. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir nicht genügend von unseren Kameraden hier gehabt hätten, hätte das nicht funktioniert. Also es, glaube ich, muss echt jede Station besetzt sein, damit das überhaupt geht. So, dann mal rein hier. So, dann lass uns mal runterfahren. So, I've been thinking. Da geht's dahin. Boah, ganz schön großes Gebiet hier noch. Das ist nicht klein. Da sind sie alle drin. Und zumindest haben alle reingepasst. Okay. So, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, nehmen wir die alle mit? Oder... Nee, ich würde die einfach mal da lassen, glaube ich. Ich würde jetzt nicht alle mitschleppen. Wait here. So, das war's. Warten Sie alle. Ihr könnt es leider nicht sehen, wer die Kamera nachher drüber ist. Links unten ist nämlich so eine schöne Anzeige. Kann man wunderbar sehen. Warte hier. Drücke den Anhänger auf einen Ort und Stelle warten zu lang drücken, damit Sie... Ja, mein Anhänger. Genau. Ja, haben wir gerade gemacht. Wunderbar. Passt. Dann schauen wir doch mal dahinter, bevor wir rechts gehen. So, ist da unten vielleicht noch einer? Das ist aber ziemlich fies. Das kann kein Mensch sehen, dass da unten so ein heile Ding da, Dungs da ist. Okay, rauf. Rauf mit dir. So. Da ist sie. Die Blood Station. Vielmehr die Path Station. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Okay. Genau, finde einen Weg zur Pfadstation, nehme die Seilbahn runter ins Tal. Okay, also nach links geht's dort dahin. Ich würde aber jetzt mal sagen, bevor wir jetzt da nach links laufen, schauen wir noch mal kurz nach rechts. Da ging es nämlich auch noch entlang. Weil nicht, dass wir hier nicht mehr zurückkommen, wenn wir da irgendwie die Bahn nehmen oder was auch immer da kommt. So, ihr wartet bitte hier kurz. Schauen wir doch erstmal nach rechts, was denn da so alles noch gibt, was da noch ist. So. Kisten. Ja. Da komme ich nicht rauf, das ist zu hoch, ne? Ja. Runter mit dir. Runter. So. Hui. Noch einer. Nein, ich hätte ihn hier gar nicht gebraucht. Ich bin ja gesund. Na gut. Unten ist noch einer. Nein, zwei. Es sind noch zwei. Don't worry, you'll be fine. Hey, Jane. He said you would come. Und der Helm ist weg. Halt. Nein, ich will nicht rein. Ich, wieder raus. Ich will erst heilen. Erst heilen. Heilen.
Na los, komm, heil ihn, heilen. It's okay, you're not alone. Juhu! You saved me! Nee, er hat mich gerettet. Okay, die kommen hier nicht mit rein, ne? Ja, genau, die bleiben draußen. Okay, dann schauen wir mal. Okay, das ist unser Generator, klar. Patrouille haben wir nicht. Okay, schauen wir mal, wo es denn dahin geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da geht's aber tief runter. Und da unten ist so ein Klebe, also so ein Feuer, so dieser Trank, dieser hochexplosive Trank. Eine Batterie. Ein Kabelset. Und eine Blechdose. Blechdosen können wir immer gebrauchen. So. Schläft einer. Oh, und das sind noch welche. Das sind noch zwei. Kann ich da vorbeigehen, ohne dass die aufwachen? Geht das? Und was ist dieses Ding da mit diesem roten Bogen? Müssen wir da irgendwas machen? Bevor wir die heilen, oder... Da geht einfach vorbei. Cool. Da, hier, dieses Ding da. Ist das irgendwie, keine Ahnung, müssen wir da die Hunde einsperren? Vielleicht? Ich trau mich nicht. Wenn die jetzt aufwachen laut sind, dann fressen die Hunde sie. Wo geht's da hin? Wir müssen die ja irgendwo dann mitnehmen. Schauen wir da runter. Ah, da kommen wir hier zurück. Okay, gut. Da ist ein Schild. Kannst nicht sehen. Jetzt kann ich es auch nicht sehen. Und die sind wach. Na super, das war ja klasse. Ich kann nicht sehen, was auf dem Schild ist. Es ist zu hell. Oder zu dunkel. Ah, okay, gut. Das, es warnt uns nur vor den Hunden. Das haben wir schon mitbekommen. Ist klar. Okay, dann wieder rauf. Wo sind sie? Oh, sie schlafen schon. Ich hoffe, wir müssen nichts mit dieser Hütte da oder was auch immer das ist machen. Weil sonst sind uns die beiden Kameraden tot, wenn wir die jetzt heilen. I got you. Don't move. Yay! Psst, nicht so laut. Nicht so laut. Praise be to Abe. Yay! Sie schlafen noch. Sie schlafen noch. Take this. It should help. Hey, don't forget. You still owe me $5. Okay. 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 Held verloren. Okay. Hunde schlafen noch. Kommen sie jetzt? Hallo, wo seid ihr? Oh, kacke. Die kommen nicht. Ah, okay. Okay, haben den langen Weg genommen. Okay, hat aber funktioniert. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, ihr wartet hier. Okay, ihr wartet hier und ich guck mal ganz runter. Okay? Ja. So, runter mit dir. So. Noch tiefer. Schauen wir da mal rein, ob da irgendwas ist. Okay, ein Aufzug. Okay. Kein Strom, ist klar. Wir brauchen erst unseren Treibstoff für unseren Generator oben. Das heißt, noch weiter runter. Es bewegt sich das so. Okay. Was ist das? Ist das gefährlich? Tut das was? Steinbeutel. Renne an Steine vorbei, um sie einzusammeln. Wirf Steine auf Fledermäuse, um sie zu töten. Fledermäuse töten. Ein Stein. Ein kleines Stück aus Mutterlands, das in deiner Tasche passt. Zieht euch vor
Fledermäuse. Seht euch vor, Fledermäuse. Ach. Seht euch vor, Fledermäuse. Jetzt habe ich es auch verstanden. Oh, da liegt wieder Kacke. Wir haben wieder Kacke gefunden. Okay. Fallen immer wieder Steine raus. Immer wenn man vorbeilauft, fallen Steine raus. Es ist voll. Steiniger Abgang. Fledermäuse haben scharfe kleine Klauen und giftige Zähne, die bei Berührung Schmerzen verursachen. Wirf Steine auf sie, um ihnen das Licht auszuknüpfen und ihr Gift zu sammeln. Okay. Gift sammeln. Wir müssen das Gift sammeln von denen, ne? Alles klar, da fallen Steine raus. So, dann gehen wir nochmal ganz runter. Da ist wieder so ein Schild, da sind wohl wieder Hunde unten. Da geht's nicht weiter. Drei Stück. Drei. Da schlafen drei. Okay. Wir erstmal safen. Wahrscheinlich nochmal ganz runter. Da ist nichts mehr. Für dieses Feuerzeug, aber. Was sollen wir damit anfangen? Wir können ja kein Feuer machen. Und es ist hier nirgendwo irgendwo Feuer. Um das in irgendeiner Art und Weise zu entzünden. Na gut. Ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob wir uns da vorbeischleichen können, ohne dass die aufwachen, ne? Oben hat sie auch geklappt. Vielleicht machen sie. Schaut ein bisschen aus wie so Dinosaurier auf zwei Beinen. Schön schlafen. Warum ist unser Benzin? Komm. Das ist auch wieder dieses Braunzeug, das wir jetzt nicht finden. Yippie. Okay. 8 von 13, finde 5 weitere. Okay. Ah, super, okay, da geht's nicht weiter. Und die sind weg. Oh, der ist jetzt auch weg. Na toll. Das Gute ist, dass sie ganz schnell wieder einschlafen. Schön schlafen, nicht aufwachen. Bin gar nicht da. Beziehungsweise ich bin gleich wieder weg. Oh, 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 okay. Gut. Und drauf. Wo war unser Generator nochmal? Nein, da war der Lift. Ja, da war der Lift. Ja. Gedächtnis wie ein Sieb. Wir müssen weiter rauf. Gib Gas. Okay. Ach du Schande. Das sind Fledermäuse. Okay. Dann. Da ganz links, da links drüben. Da war so ein Vögelportal. Ich denke, da müssen wir die zwei Kameraden hier hinbringen, damit sie safe sind, weil die, glaube ich, kommen hier nicht mit raus, wenn ich rausgehe, ne? Nee, das sind die anderen zwei, die draußen gewartet haben. Nee, die kommen nicht mit raus. Das heißt, wir müssen die jetzt drin zu diesem Vögelportal bringen, um sie zu retten. Na gut, dann kommt mal mit, ihr zwei. Hey, Corinne. Also. I'm here to save you. Let's go. Okay, dann we'll hey, let's get you out of here. Alright. So, dann kommt man mit schön drauf. Oh Gott. Gut, gut, gut. Kommen die beiden? Ja, das sind sie. Okay. Da sind Fledermäuse. Also wie war das? Ich muss mit den Steinen die Fledermäuse abschmeißen. Steine, 20 Stück, okay. Er
soll ich die denn treffen, bitteschön? Die sind so schnell, kann ich nicht mal anzielen. Hab ich den jetzt getroffen? Keine Ahnung. Das ist nur Glückssache. Daneben. Ey, keine Ahnung. Hab ich die jetzt gerade getroffen? Das hat so weiß da auch jetzt so weiß gestaubt. Ich hab fast keine Steine mehr. So trifft mich auch nicht besser. Ey, es kann schon sein, dass wenn es dann so weiß staubt, dass man sie dann getroffen hat, aber es sind doch immer so viele da. Wait. Wartet mal, ich hole mal kurz noch mal ein paar Steine. Bleibt da. Wait. So. Ist er hier gleich hier hinten? Steinchen. 20 Stück kann ich auch nehmen. Okay, voll. Okay. Mitkommen. Au. Ich glaube, die kann ich. Ich glaube, da kann ich abschießen, was ich will. Die kommen immer wieder. Also, das sind so viele. Da kann ich nicht alle. Alle abschießen. Wenn ich zu den Treffen zählt. Da, den habe ich, glaube ich, jetzt getroffen, ne? Au. Oh, verdammt, die kommen nicht mit. Ich bin zu weit weg. Ich muss zurück. Ah, super. Na, top. Wieder doch die Fledermäuse. Aua. I'm here to break you up. Hey, let's get you out of here. Wo ist der zweite? Hallo? Nein, der steht noch. Das hat nicht funktioniert bei dem. Bleib mal du da. Ich muss noch deinen Kameraden holen. Der hat mich nicht gehört, dass er mitkommen soll. Da steht er. Ein Zombie. Let's leave this place. Come on. Jetzt komm mit mir. Fledermäuse, ouch. Okay. Let's go. Everybody, let's move it. Dann. Hey, where's Benny? He's still holding five bucks. Ja, genau. Da ist so ein Portal. Okay. Weg sind sie. Zwei weitere gerettet. 24 Stück muss ich retten. 5 haben wir bisher gerettet. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück haben wir noch. Also haben wir schon gefunden. Aber wo sind die restlichen? Wo sind die restlichen? Gut, ich denke, wir müssen jetzt wieder einfach rauf. Ganz normal raus hier. Nein. Oh. Nehmen noch die ganzen Steine. Gucken wir nochmal, wenn wir schon da sind. Steinbohrrad auffüllen. Nein. Ich glaube, unten war nichts mehr. Ne? Wir müssen ganz rauf. Da ging es ja nicht weiter und unten ist nichts mehr. Genau, nee, dann rauf mit uns. Nein, nicht da. Ah! Oh, super! Verdammte Kacke! Jetzt wären wir noch fast draufgegangen. Ja, ich bin der Meisterspringer. Ich kann das. Ich bin da super drin. Vor allem dann, wenn ich abstürze. Okay. Okay, das sind die anderen zwei. Da hinten ist nichts mehr. Jetzt könnte ich dieses Ding hier gebrauchen. Also, nee, jetzt ist es weg. Na gut. Kommen die beiden? Warum? Hier, da rauf. Kommt Leute zurück. So. Hallo?
Da warten sie. Let's get you out of here. Okay, dann nehmen wir mal alle mit. Let's get you out of here. Let's go. Let's leave this. Let's leave this place. Let's get you out of here. Let's go. Dann haben wir alle, ja. Cool, wie sie alle mit drin. Da kommen sie. Die ganze Meute. Cool. Ja, ist schon cool gemacht. Könnt ihr das auch? Nein, das könnt ihr nicht. Schade. Okay. Da ist noch einer. Da liegt noch einer. Oh my god, I'm bored. I am so bored. This guy has to be really bored. He smells. Yes. So. Jetzt können wir sie alle in das Portal schicken und retten. Aber uns fehlen noch welche. Okay, dann. Genau. Schalte mit den Nutzen, um den Vogelkreis zu aktivieren. Sämtlich gerettete Mogons in der Nähe fliegen. Genau. Flop. Zack, weg sind sie. Rette deine Anhänger mit dem Vogelportal, stand dort. Damit ist es erledigt. Aber wir haben 15 Stück gerettet. 24 Stück soll es geben. Wo bitteschön sind die anderen 9? Und wo bitteschön geht's weiter? Hui. Muss ich jetzt hin? Wo geht's hier weiter? Zur Station geht's doch darüber. Da kann man nicht weiter. Nee, da geht's nicht weiter. Und da auch nicht. Oh, so. Finde einen Weg zur Fahrtstation. Genau, da. Fahrtstation nach links. Aber da ging es doch nicht weiter. Da war doch nur dieses Vogelportal. Kann doch nicht mit dem Ding jetzt wieder zurückfahren. Wo soll ich zurückfahren und schauen, dass ich die anderen restlichen 9 Leute finde? Aber ganz ehrlich gesagt, wo sollen die denn sein? In der Mine habe ich keine gesehen. Ich jetzt mal davon aus, dass wir alles gefunden haben, also aber wohl dann doch nicht. Da geht's auch nicht weiter. Wo muss ich hin? Hilfe, Leute! Da ging's doch auch nicht weiter. Da war doch nur die Mine. Und da auch nicht. Ja, da geht's auch nicht weiter. Kommen wir von Sonne zurück. Muss schon darüber gehen. Das Schild hat doch auch noch links verwiesen. Oh. Bidi. Oder muss ich echt nochmal zurückfahren? Das glaube ich nicht. Da geht's nach links. Da oben ist doch überall noch was. Da überall Fledermäuse, Schilder, alles da oben. Wir müssen doch irgendwo noch rüber. Ja. Keine Kommentare. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, dass es doch hochgeht. Ja, man muss die Augen aufmachen. Verdammt. Okay. Schon toll gemacht hier. Sehr cool, sehr cool. Genau, da ist auch noch mal ein Schild. Station. Da geht's. Da. Irgendwo weiter. Hopp, hier rauf. Halli hopp. Und hopps. Fahre mit dem Minenwagen weiter ins Tal. Fahre mit dem... Okay.
Achterbahn fahren? Okay. Indiana Jones. Erfolg! In der Seilbahn ein Gegengift gefunden. Okay. Na, siehste? Budokon gerettet. 15 von 24. Wir hätten da wirklich noch 9 Stück retten müssen. Irgendwo sind hier noch irgendwelche 9 Stück verborgen, die wir nicht gefunden haben. Verdammte Kacke. Ich dachte, dass hier vielleicht danach noch welche kommen. Okay, Kacke. Okay, uns fehlen jetzt echt 9 Gerettete. Na gut, kann man nichts ändern. Ist so. Entdecker 6, verborgene Hilfen 8 und 13, Suchen 26, Ritter, na, ja, Herstellungsmeister. Du hergestellt ein... Wir hätten 5 Items herstellen können und wir haben nur 1 hergestellt. Okay. Okay, okay. Sehr komisch. Na gut. Da kommen wir. Ganz schön kleine Räder. Okay, wir sind zumindest sicher angekommen. Begib dich zum Bahnhof. Die Züge in Fate Station sind nicht mehr fern. Doch Mulok hat Abe eingeholt, der sich zwischenzeitlich seinen Weg durch das Sorgental gekämpft hat. Hinweis, fliegende Slicks können Orte erreichen, die für AB unzugänglich sind. Fliegende Slicks. Okay. Fliegende Slicks. Verdammt. Die waren schon so sehr lästig. Und jetzt können die auch noch fliegen. Ja, da war ein Schild hier. Achtung, da kann man runterfallen. Rechts hier. Ja. Ah, da hinten, da oben. Da fliegen sie rum. Ach du Schande. Hinten ist ein Portal. Fernglas. Verwende, um dich umzusehen und zum Zoomen. Aha, aha. Oh Gott, diese Steine dort. Da sind sie. Die fliegenden Slicks. Jetzt haben sie keine Beine. Keine so Metallbeine mehr. Jetzt haben sie dafür so ein... was auch immer. Und ein Propeller auf dem Kopf. Der rechte schaut irgendwie anders aus hier. Dieser rechte, der da. Schaut anders aus als der. Okay. Na, dann bin ich immer gespannt. Wo müssen wir denn da hin? Was ist das? Viele Portale hier. Hier zum Vogelportale. Da oben ist auch noch eins. Und diese fliegenden oder hängenden, fliegenden sind ja nicht, hängenden Steine. Ich glaube, da müssen wir rüber. Oh Gott. Mir wird ganz schlecht. Mir wird ganz schlecht. Na gut. Betrachter, 1 von 3. Na gut, ja, na, na, na. Dann laufen wir da mal hinter. Okay, da ist schon wieder so ein Teilchen, das uns nicht chatten lässt. Abgeschlossen. Finde den Schlüssel. Silbervieck. Okay. Da ist einer. Da liegt einer. Den... oh, der ist tot. Oh, der ist nicht... Der ist nicht erkrankt, der ist tot. Wenn diese Notiz gefunden wird, dann habe ich versagt. Aber ich habe Vertrauen, dass derjenige, der sie liest, auch entkommen ist, sich für unsere Sache einsetzt und beendet, was ich nicht konnte. Dieses Band in meiner Hand muss den Mudokon namens Abe gelangen. Er hat Sklaven aus den Root-Pot-Farm befreit und die Rebellion begonnen. Er muss wissen, wie das Böse uns alle kontrolliert, das Böse, das mich ermordet hat und so viele andere, die geflohen sind. Ich flehe dich an, Abe muss dieses Band sehen.
Okay. Okay. Wo, was, wie, warum? Wo ist dieses Band? Da nicht. Da auch nicht. Und hier haben wir auch kein Band. Und dieses aggressiv und passiv, das ist noch immer hier. Das muss ich, keine Ahnung, was ist. Ich glaube, das muss ich mal im Internet nachlesen. Da kommt so nah angeflogen. Ergreife Besitz von einem fliegenden Slick. Von fliegenden Slicks kannst du Besitz ergreifen, wie von gewöhnlichen Slicks auch. Nutze deinen Chat-Kugel für einen Probeflug. Okay. Dann machen wir das. Oh, yeah. Hui. Hallo. Kann ich noch schießen? Ja. Hab dich. Hui. Ich dachte, ich kann jetzt überall hinfliegen, aber weiter kann ich nicht. Kann nur da rauf und runter. Cool, ich kann zielen und schießen. Alles klar. Dann kann ich dich auch platzen lassen. Yes! Kann ich. Na dann. Weiter geht die Reise. Gott. Ganz schön weit drauf hier. Zu einem Haus kann ich nicht, oder? Nee. Nee, nee, nee. Okay. Eine Mine. Eine Mine. Okay. Ja, da gehen wir gleich rein. Jetzt schauen wir erstmal nochmal runter. Da ging es ja da auch noch weiter. Bevor wir hier in die Mine laufen. Ein Generator. Okay. Oh, da fliegen sie alle und guckt euch die Steine an mit diesen spitzen Stangen unten. Oh, mich graust es. Ich glaube, wir werden darüber springen müssen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Nee, oder unten hier mit dieser Bahn fahren. Aber da sind so viele fliegende Slicks. Und da müssen wir rüber. Der Pfeil zeigt nach rechts zum Bahnhof. So, wir machen hier erstmal kurz eine Speicherung. Und dann, Leute, würde ich sagen, machen wir Feierabend für diese Folge. Und schauen dann in der nächsten Folge hier gleich mal, wenn ich denn darauf kommen täte. So, dankeschön. In die Mine. Und lass uns überraschen, was es denn da so alles Schönes in der Mine gibt. Und wie wir dann über diese Steine rüberkommen können. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Kratz, kratz.